Ach, nee. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Warum denn? Erzähl mal. Ja, weil ich jetzt nicht mehr so viel Haarausfall habe. Gar keinen mehr, ne? Doch, schon. Also 5, 6 Haare sind eben beim Föhnen rausgefallen, Ja, die hat aber. jeder normale Mensch, Frank. Ja, Ja, aber ich auch. seitdem ich da diese Eigenblutbehandlung gemacht habe, muss ich sagen, ja, ist top. Bist Also. mega zufrieden. Also ich muss sagen, das war ja wirklich, stimmt, da hat sich ja echt Gedanken gemacht und das macht einen ja auch wahnsinnig, wenn du jeden Tag, was weiß ich, wie viele Haare verlierst, ne? Ja, finde ich auch. Und Du gehst dir so durch die Haare und dann hast du so 5, 6 Haare da jedes Mal drin liegen und dann denkst du auch, boah, hoffentlich wird das nicht mehr. Dann hast du irgendwann gar keine Haare mehr, weil so schnell wachsen die auch nicht. ne, eben, und die sind erst so klein, wenn die nachwachsen, die müssen erstmal groß werden. Genau. Naja, auf jeden Fall hast du jetzt wirklich wieder schöne Haare, hast Ja. neue Strähnen, fühlst dich wohl. Genau. Und nochmal ein ganz großes vielen Dank an den Achim von der German Ästhetik, Ja. die uns das gemacht haben. Aber du Und musst jetzt wohl noch mal hin, ne? Also das ist ja jetzt nicht. ja, also er hat gesagt, man sollte das schon dreimal machen. Genau. Ne? Und ob das Schmerzen, ob das wehtut oder nicht, werdet ihr gleich sehen. Wir haben ja ein paar Videos gemacht. Und lasst euch von den Ja, Videos das nicht ist ein bisschen, das abschrecken. ist wohl etwas. Du machst ja auch immer Theater, ist ja ja, was du. Der Das ist wie beim Tätowieren. 5 Minuten muss ich Frank aufhören. ist so empfindlich, also Ja. ist ein kleines Baby. Ja, mir tut das weh. Aber nein, Aber es das ist geht. ja wohl aushalten, das wollte ja keiner machen. Nein, sonst würde keiner machen. Und ich bin ja wirklich ein Mimi. Außerdem, wer schön sein will, muss leiden. Gut. Alles klar, ich hänge jetzt ein paar Videos da dran. Könnt ihr ja mal gucken. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der vielleicht auch ein Problem hat mit seinen Haaren. Der kann sich ja mal informieren. Okay, macht's gut. Guck mal, wie schön. Cool, ne? War richtig schön. So, jetzt bekommt der Frank erstmal Blut abgenommen. Was bekommst du jetzt gemacht? Eine PAP. Freust dich drauf? Ja, klar. Ich kann dir das auch kurz erklären. Und zwar wird jetzt Blut abgenommen. Ja. Dann kommt das in eine Zentrifuge. Ja. Da werden die guten Sachen, die schlechten Sachen rausgeschleudert und die guten Sachen werden behalten. Okay. Und die werden mir dann oben in den Kopf gespritzt. Da bin ich ja mal gespannt. So, wir haben dir jetzt Blut abgenommen und es in ein Zentrifugiergerät zentrifugiert. Das heißt, wir haben rote und weiße Blutkörperchen voneinander getrennt. Und das Weiße ist unser Booster. Also das Beste, was wir in unserem Blut haben, ist in dem Weißen drin. Und dann wurde das unter die Kopfhaut injiziert. 5 Minuten, 10 oder so. Ja. Jetzt geht's los, ne? Ja, jetzt geht es los. Und was haben die jetzt mit dem Blut gemacht? Die haben das transformiert, wie die Transformiert, Transformers. okay. Ja, Zentrifugiert. zentrifugiert. Die haben Okay. das Rote rausgeholt und haben jetzt Gelb reingemacht. Okay. Oh, Und jetzt weia. kommt der Herr Doktor. Ich habe ein bisschen Angst. Blutsenkungsgeschwindigkeit, ja. Aha. Hinlegen? Ja. Ich lasse immer eine Scheiße mit mir machen, Elke. Ist doch gut. Das ist alles für die Forschung. Hör auf. Guck mal. Was ist das? Oh, ist das kalt. Ist eine Kühlungsspray? Ja. Gegen Schmerzen? Aha. Gegen Schmerzen. Wenn das genauso weh tut wie in den Füßen, du, dann nach zusammen. Aber da muss ich jetzt gleich leiser machen. Die Sekretion gleich, die Augen zu bitte. Und dann nur wegen dem scheiß Haarausfall. Wer schön sein will, muss leiden. Ich zeig mal gerade den Herrn Doktor hier. Oh, der lacht. Ein bisschen Schmerzen hat man halt, ist eine Spritze, ganz klar. Das ist jetzt das Blut. Das ist eine eigene Blut. Okay, da ist ja gar nicht mehr rot. After diese Sedimentation kriegen wir diese Platelet-Rich-Plasma. Dann Tut das weh, Schatz? injizieren wir das, ja? Ah,
Ich wusste es ganz genau. Wir haben gehört, das tut nicht weh. Kann ich mal einmassieren, ne? Guck mal, kriegst du sogar Händchen gehalten. Oh, von der schönen Dame hier. Alter Schwede. Wie viele Dinger sind das? Ich hoffe, der ist gleich fertig. Die erste Spritze ist gleich fertig. Und drei liegen da noch. Nur ein. Und das bewirkt, diese Eigenbluttherapie bewirkt, dass der Haarausfall sich verlangsamt. Ganz aus der Welt ist es nie weg, okay. Aber der Prozess wird verlangsamt und der Haarwuchs, also die Folliken unter der Kopfhaut, die schlummern, werden angeregt zum Wachsen. Also der Wachstum wird angeregt und der Haarausfall wird entschleunigt und dadurch gewinnt man Zeit, was Haarausfall angeht. Oh. 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 Ah, geht ja das also beim Gehirn rein? Nee, ne? Bleibt nur unter der Haut. Ah, das ist schön. Oh. 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 Alter. Boah. Da tut die weh, Frank. Das hat mir der Basti gesagt. Das hat schön. Guck mal, der hat richtig Spaß bei der Arbeit hier. Guck mal, wir sind empfindlich, aber wir sind doch nachhaltig. Ein kleiner Moment. Leck mich am Arsch. Wie viel ist das noch, ey? So viel kann in der Spritze ja gar nicht drin sein. Das machst du bestimmt extra. Und der Scherz ist, da liegt noch eine. Oh, ist das die erste? Das war die erste. Ein kleiner Moment, ich werde wieder. Ich bin tot. Muss er was beachten jetzt danach? Keine Haare waschen und nicht unter die Sonne halten. Okay. Oh, das hat ja ein bisschen geblutet. Oder ist das das Eigenblut? Nee, da war ja gelb. Schlaues Kerlchen. Und glücklich? Ja. Gut. Ja. Ja, ein bisschen schon muss sein. Aber sagen wir mal so, es ist nicht so, als wenn es gar nicht wehtut. Das ist ja normal die Spritze. Ne? Ja. Aber ich lebe noch. Also okay. In den Füßen war 10-mal schlimmer. Da habe ich Botox reingekriegt in die Füße. Und ja, das piekst halt, ne? Aber und zum Aushalten. Ja, nein, sag mal so, das ist halt, ist halt unangenehm, klar. Ja. Wer spritzt sich schon mal irgendwann in den Kopf rein? Mhm. Ne? Oder hast du dir schon mal den Kopf gespritzt? Nein. Ja, also. Ist schon fertig, ja. Komm, das ist ja. Abend bitte nicht waschen. Mhm. Dann morgen dürfen Sie natürlich das abspülen. Auch nur heute Abend. Ja, kein Problem. So lassen, ja. Ich sag mal so, die Haut ist ja wahrscheinlich oben, bevor der Knochen, der Schädel kommt, ne? Mhm. Ja. Denke ich mal, ist vielleicht so dick. Das ist ja nicht viel, ist ja nicht das viel ist Haut. Ja nicht viel. Und da ist ja in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas reingespritzt worden. Dann brennt er natürlich so ein bisschen, ne? Aber ich lebe noch. Cool. Na, wollen wir hoffen, dass das jetzt hilft. Vielen Dank. Sehr gerne, ja. Bin ich mal gespannt.
Also in 4 Wochen kommst du aber wieder. Genau, in 4 Wochen genau. Müssen wir das wiederholen. Ich mache das jetzt 3-mal, alle 4 Wochen. Mal gucken. Nee, mache ich auf jeden Fall. Wunderbar. Und wollen wir hoffen, dass also die Haare mal wieder nicht mehr ausfallen. Weil ich habe da echt ein Problem mit. Ne? Also, ja, und dann, wenn man ein Problem hat, dann macht man ja alles. Ja, und ich denke mal, das ist auch altersbedingt, dass ich Haarausfall habe. Ich meine, im Alter verliert man nur mal Haare. Und ich möchte aber Haare haben. Ich möchte keinen Fifi haben oder ich möchte keine Glatze haben. Dafür habe ich einen zu großen Kopf. Ja. Weißt du, ich habe also kein Gesicht jetzt für eine Glatze. Sonst würde ich sagen, alles klar. Gut. Werden wir weiter berichten, ne? Machen wir. Tschüss. Tschüss.